Hallo Freunde, ich bin Lonwolf und willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Tja Freunde, ich will euch heute ein Match zeigen, auf dem bin ich ganz schön stolz. Nicht nur, weil ich halt einen guten Match gefahren habe, sondern das war mein erster Match mit Valentine 2. Ich kannte den Panzer nicht und was rausgekommen ist, werdet ihr sehen. Nebenbei will ich drei Schwerpunkte bzw. drei Punkte ansprechen in dem Match. Ich werde darüber in der Garage nur so viel sagen. Der erste Punkt ist halt XVM. Der zweite Punkt, eine Meinung, die sehr viele Leute haben, dass Sandkastenmatches leichter zu spielen sind als die schon höher zu spielen sind. Werdet ihr darüber meine Meinung hören? Und der dritte Meinung war halt nach dem Gespräch, nachdem ich gehört habe, dass Valentine 2 ein schlechter Panzer sein soll, werdet ihr alle sehen. Wieso diese drei Punkte? Es gab Zeiten, wo ich schon mal die drei Punkte erwähnt habe, aber es gab kein Match, wo ich das auch zeigen kann. Und dieser Match, was ich euch heute zeige, zeigt diese drei Schwerpunkte ganz genau an und ihr werdet selbst sehen, ja, was passierte in diesem Match. Und wie gesagt, ich bin auf diesem Match besonders stolz, weil das war erster Match sozusagen und ja, guckt euch diesen Match an, entscheidet selbst und ja, ich wünsche euch viel Spaß, holt euch Chips und Cola, lehnt euch zurück und genießt die Show. Ich sag's nur, Film ab. Willkommen Freunde auf El Haluf. Heute seht ihr einen ersten Match, den ich mit Valentine 2 gefahren habe. Und nebenbei will ich auf drei Schwerpunkte zu sprechen kommen. Ich habe die drei Schwerpunkte schon in den anderen Videos besprochen, Freunde. Einer davon ist das XVM. Ihr seht, wir haben Siegchancen 64%. Und manche der Spieler denken gleich, ja, das wird ein Sieg, das so schnell sein wird und so leicht, dass wir einfach nichts machen müssen. Ja, die Panzer gewinnen selbst die Schlacht. Und deswegen raschen die ganze Team los und glauben, ja, die Gegner werden nicht zurückschießen, weil die so schwach sind und was weiß ich, weil die alle rot und ja, wir haben mehrere, die gelb sind und sogar einem grünen und der restlichen orangen und dann glaubt das Team, das war's, das ist ein leichter Sieg für uns, wir werden einfach alle platt machen. Es ist aber nicht der Fall. Ich habe dieses Video nicht umsonst ausgewählt, weil dieses Video zeigt ganz genau diese Schwerpunkte, die drei Schwerpunkte, ja, die ich euch heute nebenbei in diesem Match sagen möchte. Ich hatte einfach kein Video für euch da, der das auch zeigt, was ich erzähle. Aber dieses Video wird euch das Ganze zeigen. Ja, was machen wir gerade für einen Fehler? Was macht unser Team für einen Fehler? Es ist ganz einfach, Freunde. Weil die glauben, dass wir leichte Sieg haben, raschen sie alle raus. Die Gegner in den Sinn glauben, die haben keine Chance zu gewinnen. Die verstecken sich und warten. Ja, auf unser Rush sozusagen. Ich hingegen bin sehr vorsichtig und nehme einfach die Position ein, die ich glaube, ist es eine gute Position. Und ihr werdet sehen, also jetzt
könnt ihr noch mal gucken, von unseren 64 ist aktuell 66, aber es wird nicht lange bleiben. Jetzt zu der zweiten Punkt, was ich sagen möchte. Manche, also fast alle, glauben, wenn man in Tier 4er spielt, ja, oder kleine Tierstufen spielt, Sandkastenmatches, dann hat man ein verdammt leichter Match. Ja, die glauben, weil ich längere Zeit spiele, habe ich ein leichter Match gegenüber die anderen, die gerade angefangen haben. Ich werde euch aber beweisen, dass das nicht so ist, dass das das Gegenteil ist. Bei Sandkastenmatchen ist es ziemlich schwer vorauszusagen, wie das Team reagiert. Bei etwas größeren Matchen, so T8er, T10er, T7er, da kann man schon vorausahnen, dass zum Beispiel derjenige, der IS-1 bis IS-7 fährt, der ganze Weg schon hinter sich hat. Ja, und deswegen ist er schon trainiert. Ja, man weiß, wie der sie reagiert. Man weiß, dass er zum Beispiel nicht rausrascht. Ja? Und man weiß, dass er halt schon die Erfahrung hat. Ja? In der Sandkastenmatchen hat man auch nicht gerade immer die Profis, die mitspielen. Ja? Sondern auch die Anfänger, die nicht wissen, welchen Panzer die fahren. Und wie man den einsetzen sollte. Und deswegen ist er dadurch in Schwierigkeitsgrad nochmal erhöht. Ja? Deswegen meine ich, Sandkastenmatchen sind nicht so leicht zu spielen, wie manche denken. Klar, man hat leichter es zu spielen in einer Richtung, wo man nicht so viel denken muss. Ja, weil man diese kleine Panzer schon kennt, wo da man durchschießen kann und so weiter. Aber guckt euch diesen Match mal an, Freunde, ja? Die ganze Truppe, die gerade auf der Base fährt, ist gerade draufgegangen, ja? Nur zwei sind bis zur Base, haben die geschafft. Aber jetzt ist nur noch einer, der bis zur gegnerischen Base geschafft hat. Und wo ist da leicht, frage ich mich. Ja, wir verlieren schon 12 zu 9. Und da frage ich mich natürlich, ja, wo waren diese 64%? Ja, also diese Siegchancen, darauf bitte nicht achten. Ja, meiner Meinung, man kann einfach nicht menschliche Psyche ausrechnen. Es kann kein Programm. Wirst du nie schaffen. Und das dritte Punkt, ja, neben den leichten Sandkastenmatchen, ja, ist folgendes, Freunde. Der dritte Punkt ist der Panzer selbst. Bevor ich Valentine 2 gekauft habe, Freunde, ja, habe ich ein Gespräch gehabt, das habe ich schon mal erzählt, und mir wurde gesagt, ja, der ist so kacke. Jetzt will ich euch mal zeigen, wie kacke der ist. Ich bin alleine gegen 4 Gegner geblieben. Ja, alleine gegen 4 Gegner. Wie reagiere ich? Ich habe mir dann überlegt, apropos, ich will euch zeigen, meine Siegchance 10%. Ja, von 64%, Freunde. Ja, ich habe mir einfach überlegt, nicht rauszufahren, sondern auf die zu warten. Die sind ja mir und die sollen einfach angreifen. Ich habe mich von der Art hier versteckt mit diesem ach so schlechten Panzer, Freunde. Und warte. Problem bei diesem Panzer ist natürlich, dass er ein Russe ist. Sichtweite nicht so prickeln,
Aber Freunde, guckt euch bitte das mal an. Ich will jetzt euch mal auf diesem Punkt jetzt bitte guckt euch das an. Ich habe zwar Sichtweite klein und die Arti versucht mich abzuknallen. Jetzt kämpfe ich gegen den Deutschen. Ich habe noch 22 Munition und ich komme nicht durch. Was mache ich? Ich weiß, dass dieser Panzer Panzerung hat. Ich schalte Automatik. Da schießt mir die Ketten kaputt. Ich so, was mache ich? Weil ich weiß, dass die Arti noch lebt. Und der bombt mir immer die Ketten weg. Ich zähle seine Kommandantenlücke, komm nicht durch. Hab mich repariert, hab gedacht, okay. Jetzt guckt euch dieses Dänzchen mal an. Gegen zwei Panzer. Ich tanze mit zwei Panzer. Mit dem Deutschen. Mit Arti. Und mit dem Panzer, der da steht. Ja? Also wenn das ist ein Jagdpanzer sogar. Wenn das ein schlechter Panzer sein soll, natürlich hat er Schwierigkeiten. Ja, natürlich hat er harte Gegner wie Hetzer. Aber wenn man das weiß und greift den Hetzer nicht direkt an, ist dieser Panzer sehr gut zum Trainieren. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ja, jetzt bleibt nur noch zwei Gegner. Zum Glück sehe ich ihn. Der kommt bei uns hoch. Ich so, okay, dann nehme ich mit. Jetzt, wie hättet ihr reagiert, Freunde? Eine Munition. Eine Arti. 6 Kills. Natürlich will man den 7. Ich mache aber anders. Ich gehe kappen. Ich habe auf die Uhr geschaut. Das reicht uns zum Kappen. Und wir sind ein Leitung, wir haben Geschwindigkeit, zwar nicht so höher, aber wie ein Mitteltank kommen wir schon gut damit durch. Also wir kommen jetzt an. Ja? So, solange wir bis zur Base fahren, Freunde, ich will nochmal zu den Punkten kommen. Ja? Also T28 ist jetzt ja ganz kluger, der schreibt mir, ja, geh kap. Nee, ich versteck mich einfach, ne? Ist ja ganz kluger. Aber Spaß beiseite. Wir haben jetzt drei Punkte. Ich habe die drei Punkte eingesprochen. Erstmal, traut niemals diesen Siegschancen. Es ist einfach nur, das zählt einfach die Tanks. Ja, wie gut ihr mit den Tanks waren, ob ihr gelb, grün oder orange seid. Dann Sandkastenmatch, Freunde. Am Ende war ich alleine gegen 4. Ja, und das war mein erster Match, Freunde, wo ich gefahren habe. Wo ich ihn gekauft habe und gefahren habe. Nachdem habe ich begriffen, dass einfach die Sandkastenmatchen ab und zu mal schwieriger sind als normale. Denn bei normalen Matchen, was heißt normale, ab Tier 6er, kann man die Leute besser einschätzen. Ja? Bei den Sandkastenmatchen weiß man nie, wer wie viel gefahren hat und wer mit diesem Panzer auskommt. Ja, man kann natürlich bei XVM das alles nachschauen. Aber manchmal hat man einfach keine Zeit dafür. Ja? Und deswegen leicht zu nennen, diese Sandkastenmatches, kann man einfach nicht. Weil es ist so, wie es ist. Auch in deinem Team sind Anfänger. Ja? Dann zu dem Panzer nochmal zu kommen, zum Valentine 2. Ich habe schon mal gesagt und ich wiederhole gerne,
Dieser Panzer ist sehr gut zu trainieren. Der Panzer ist immer noch sehr gut, auch wenn er geschwächt wurde, auch wenn er gegen Hetzer einen absoluten keine Chance hat, ja? Auch wenn er mit zwei Schüssen von Hetzer weg ist. Wenn man das alles weiß, wenn man von Weitem schießt und nicht direkt zum Hetzer geht, ja, hier killt mich, ist dieser Panzer sehr gut zu trainieren. Ich wollte diesem Match euch zeigen, weil ich bin ein bisschen stolz auf dem Match. Wir werden siegen, Freunde, so viel sei verraten, die Arti nimmt mich immer wieder unter Beschuss, ich versuche hin und her zu manövrieren. Und die beschiss mich, der Panzer kann ich euch nur raten. Der macht Spaß. Ab und zu mal, wenn man einfach, ja, schöne Matches fahren möchte. Oder einfach nur solche Matches wie diesen hier, wo man einfach Spaß haben will. So, wir gehen jetzt zu der Statistik, Freunde. Und ich zeige euch, was ich in diesem Match geleistet habe. So, Freunde, willkommen zu der Statistik. Jede Menge Auszeichnungen, jede Menge Medaillen. Aber was mich besonders glücklich gemacht hat, Panzer aus, habe ich in dieser Runde gefahren. Wie gesagt, das war mein erster Match. Dann von der Medaillen hier habe ich folgendes gemacht, wir gucken mal, 5 Medaillen. Nerven aus Stahl, Stahlwand, Krieger, Eroberer, Verteidiger. Das Ganze habe ich eingeschossen, dann hier 953 Schaden mit einem Lightning eingerichtet und ich war nicht mal im Top, ich war irgendwo unten. Dann, Freunde, 6 Kills und 1110 Erfahrung. So, Freunde, ich hier verdient 7000 mit Premium wert 20.000. Also, dieser Tank holt Geld rein. So, Schüsse abgegeben 60, 45 Direkttreffer, durchgängige Treffer. Könnt nochmal die Statistik anschauen. Wie gesagt, Freunde, dieser Tank ist echt super. Mein erster Match und so viel Medaillen und so einen geilen Match. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.